habe so den Eindruck, so lange wird das Spiel nicht mehr gehen. Oder ich täusche mich, wir sind jetzt erst von den 80 Stunden in den ersten zwei. Vor allem, wie sie immer Zeit hat, wenn sie da diesen Blick drauf hat, dass sie ihre Fingernägel lackiert hat. Letzter Gedanke. Achso, ich habe keine mehr. Das könnte meine Gedanken sein. Da gibt's nichts mehr. Hallo? Nicht so ruckeln. Die Tür ist zu. Der Wandschrank ist weg. Das Atelier ist zu. Die Küche ist zu. Das Wohnzimmer ist zu. Das Kinderzimmer geht auf. Auch nicht. Okay, dann gehen wir wohl jetzt da raus. Ob ich wohl nach rechts oder links muss, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das Spiel könnte ruhig mal ein paar Hinweise geben. Fühlt sich an wie ein Ort, an dem ich meine Maske bekommen habe. Aber wie hilft mir das? Gabriel zu finden. Ich glaube... Okay. Da war gerade eine Wand. Nein, nein. Nein, nein. Achso, ich hab diesen... Achso, ich hab meine Maske gar nicht auf. Ich sehe gerade so, weil die Lichter so sind. Ich dachte mir gerade, wieso setze ich eigentlich meine Maske nicht ab? Okay, da geht schon mal nicht lang. Ach, da kann ich rüber. Mhm. Wieso habe ich mich denn jetzt gekniet? Ich erhoffe mir halt, dass ich irgendwie noch so Geheimnisse entdecke, aber ich befürchte, das wird sehr gerade. Ich glaube, den Gag habe ich jetzt übersehen. Ich habe im Augenwinkel gerade was gesehen, aber ich war mir jetzt nicht sicher. Warum ist denn jetzt hier so eine scheiß Musik? Muss ich mir Sorgen machen? What the fuck? Her death, it's your fault. Your lack of faith and humility took away her will to live. Cooler Effekt. Ich bin auch schon gesucht. You abandoned your family. Your son. Warte mal. Forgiveness for the likes of you. Was ist denn das jetzt für ein Balken, der unten abläuft? Bin überfordert. Ja. You were supposed to be obedient, dear father, to your faith, mindful to the teachings. Your lack of faith cost your mother her life. What? Warum bin ich jetzt gestorben? Okay, wir machen das mal. Machen wir das mal ein bisschen schneller hier. You were supposed to be obedient, dear father, to your faith. Ja, dann lesen wir es halt nicht. Hä? Ach, ich darf da nicht hin. Ich hätte es halt wenigstens mal gern gelesen, aber gut. Wenn ich sterbe währenddessen, ist auch doof. Ach, der Balken hier unten ist, bedeutet einfach nur, wie lange ich das überlebe. Kommt das Ding jetzt wieder zurück? Ja. Moment! Komm ich da durch? Did you really think you could escape from here? Hä? Moment. Wir haben gerade ein kleines Problemchen. Ah ja. War das Ballette Farben und Pinsel? Ich mochte seine Werke nie, aber ich muss zugeben, dass sie meisterlich gearbeitet sind. So schade, dass sie alle der Kirche übergeben mussten. Achso, vielleicht hätten wir mehr Geld,
wenn er sie hätte verkaufen können. Oh, aber Geld war ihm nie wichtig. Nur sein Ansehen, nur sein Stolz. Und wir haben den Gürtel. Ja, den Gürtel, der kommt mir bekannt vor. Okay. Wir ändern mal ganz kurz die Räumlichkeiten. Oh nein. Ein Labyrinth. Ich warte jetzt förmlich auf einen Jumpscare. Na, Fernseher, gehst du an? Nein, noch nicht. Telefon, klingelst du? Ja, klar. Na klar, ja, natürlich. Ich warte jeden Moment darauf, dass irgendwas passiert und ich mich wieder zu Tode erschrecken darf. Ich check grad gar nichts mehr. Bin ich wieder im Flur? Habe ich gefunden, was ich brauche? Die Palette, ne? Okay, bin wieder zurück. Wo ist das Google-Ding? Da. Muss ich darüber vielleicht rennen? Lass ihn mal vorbeifahren, fliegen und lass ihn wieder zurückfliegen. An der Knutschkugel. Guck noch mal kurz in die Richtung. Und hier geht's ja nicht weiter. Da hat mir die Erinnerung. Ja, ich musste definitiv auf die andere Seite, ne? Das ist, wenn ich mich einfach nur da hinstelle. Aber ich finde den Effekt schön, dass da die Sachen hier hochsteigen. Das ist schön gemacht. Ja, natürlich. She had to choose, but she always chooses wrong. Alter. Wiederholt sich das jetzt wieder? Ja, man merkt, ne? Das ist eindeutig das Vormittagskinderprogramm. She ran away so many times. Alter, bin ich jetzt erschrocken mit dem Bild da. Was? Nix da, ich will nicht. Lassen Sie mich. Hallo? Ich habe mich gerade so verjagt. Die ganze Zeit fliegen doch hier so Falder-Dinger da so rum, ne, in dem Spiel. Als ob jetzt gerade neben mir ernsthaft auch so ein kleiner Falder auf einmal aufgestiegen ist. Ich denke mal, what the fuck? Was ist denn jetzt los? Musst du jetzt hier einfach mich ärgern, du blödes Vieh? Also, was haben wir denn hier? Wir haben wieder so eine Rätselkiste. Eine leere Leinwand. Okay, mal gucken, ob wir durch Zufall wieder die Kiste lösen. Hallo?
Also gut. Was haben wir denn hier im Angebot? Achso, jetzt. Ah ja, okay, es wird nicht leichter, ich merke schon. Was haben wir denn hier im Angebot? Wir haben diesen Helm hier. Was haben wir noch doppelt? Ja, das hier, glaube ich, ist es auch noch, ne? Wir nehmen mal den Helm. Was haben wir hier? Wir haben hier diese Maske. Haben wir sonst noch was? Wir haben auch wieder das hier. Na geil. Zweimal das gleiche. Was haben wir hier? Hier haben wir nur das und das. Das ist jetzt einfach Ausschlussverfahren. Okay, alles klar. Also es kann eigentlich nur sein, dass das hier muss da sein. Dieses Zeichen da. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, dass in der Mitte muss das hier sein. Und am Ende muss das hier. Okay, so, das heißt, wenn ich jetzt das hier drehe. Ja, war ja klar. Also das da interessiert uns. Achso doch, das interessiert uns auch. Oh nö, das ist wieder so ein blödes Logikrätsel. Moment. Was? Ich habe die Kiste nicht verstanden. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Ich mache das komplett falsch. Aber ich öffne sie durch Zufall. In meiner Logik hätte ich jetzt nicht aufgehen dürfen. Aber ich diskutiere da nicht drüber. So, ein Diplom. Im Namen des Propheten. Ach, ein prophetarisches Diplom. Wird der Inhaber dieses Entscheids den Titel als offizieller Maler der Heiligen Quelle verliehen. Da seine Werke von der ewigen Stadt selbst inspiriert sind. Papa war überglücklich, als er das endlich bekam. Danach wurde er unausstehlich. Ja. Natürlich, alles meine Fehler. Ja. Aber wo bringen wir jetzt eigentlich den ganzen Stoff hin? Oh. Her lack of faith brought doom on her whole family. Das Ding ist weg. Wollte sie gesagt haben. Gone, like everyone else. Wo bringen wir jetzt das ganze Kladderadatsch-Zeug hin? Ich hasse es, ne? Ich hasse es. Ich höre Türen, die gehen. Was? Aufzug? Okay. Gehen Aufzug. Freiwillig. Hi! Mag ich nicht. Ich will wieder Aufzug. Ich will wieder Aufzug. Gib mir Aufzug. Gib mir einfach Aufzug. Bist du mein Vater? Das ist mein Vater, ne? Oh, please. No. Not him. It's no mystery why the boy had constant nightmares with a mother like that. Ja, die Gute hat auch keine gute Kindheit. Alkoholsüchtiger Vater, der auch gern mal geschlagen hat, der unausstehlich war, die Mutter wahrscheinlich auch. Ziemlich hart rangenommen in jeder Art Hinsicht. Was ist denn hier los? Kann ich helfen? Bin vom Entrümpelungsunternehmen. Ich entsorge Sachen. Nein? Na gut. Und wieder sind wir in der Wohnung. Ich komme nicht durch, bin zu dick. What is my father doing here? I thought all of this was behind me. Evidently, you cannot forgive yourself for what happened. Forgiveness? Falter, lass mich. You really want to talk about it now? Yes, we shall speak of it. Say hello to Daddy. Memories of your father are holding you back from what is important, from your son. Show mercy to your father and leave. But even these items, they remind me of him. So use them to your advantage. Return to the city where you are needed.
Ich verstehe nicht, warum die mich immer... Ich check noch nicht so... Faith lately. Maybe I am to blame. I hope you find peace after the fire, Dorothy. I hope you forgive me for raising you in the faith. And I hope you forgive yourself, too. I know you. I know you blame yourself for every little thing. Come the holidays, I'll try to send you Gabe's old toys. I know he'd like you to have them. With this, I accept the Eternal City and its Ich wollte das noch nicht machen. With this, I sacrifice who I am and what I own. I submit my past and those who define me. Ich habe bei dem Spiel kein Glück, dass ich nicht erst die Sachen mache, die ich nicht machen will. Untimely. Ja, geil. Ach, ich wollte mich doch noch umgucken. Laden? Nee, ne? Ah, geil. Na gut. Können wir leider nichts machen. Habe ich versehentlich natürlich mal wieder das gemacht, was ich hätte machen sollen. Ich renne da gleich mal weiter. Ja, rein da! Ach, das ärgert mich jetzt sehr. Also man hat gesehen, im Kinderzimmer zumindest, war der Stuhl mit dem Seil, war sehr prägnant dagestanden, so als ob sich der Vater vielleicht erhängt hat. Vielleicht hat er sich aufgehangen. Das Makabere im Kinderzimmer? Puh. Erstmal Taschenlampe an. Das ärgert mich jetzt wirklich. Ich habe gehört getrunken, aber ich für dich trinke ich nochmal. Für dein Seelenheil. So, habe getrunken. Es ärgert mich jetzt gerade wirklich, dass ich mich in der Wohnung nicht weiter umgeguckt habe erst. Es ist immer so schwierig bei solchen Spielen, weil man nicht weiß, wenn man irgendwo hingeht, triggert man dann versehentlich was oder nicht. Wo muss man überhaupt hin? Und dann drückt man doch das Falsche und schon ist alles vorbei. Alles vorbei. Eine Taschenlampe brennt. Das ist auf jeden Fall nicht unsere Wohnung. Oh, was haben wir denn hier? Eine Geheimtür. Also, an den Ersteller der Geheimtür. Du solltest den Geheimschalter nicht so machen, dass der leuchtet im Dunkeln. Ich wollte es nur gesagt haben. Verbesserungsvorschläge und so. Das war aber so ein gutes Ruckeln, du. Mach mal lieber die Tür zu, ne? Ich habe so das Gefühl, fühle mich das sicherer. Was zum Henker ist hier los? Aha. Ich finde die Konzeptzeichnungen echt, natürlich die künstlerischen Sachen vom Vater echt cool. Ich habe so ein Faible dafür, solche Art Bilder, ich weiß nicht, wie man die beschreiben soll, zu mögen. Ich weiß nicht warum. Diese verstörten Bilder, ich mag die sehr. Okay, das ist die komplizierteste Weg, den man machen konnte mit den Fäden. Huch. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Aber wie hat er das Apartment was gemacht? Verlassen. Achso. Ja, wahrscheinlich irgendwo wieder so ein Geheimschalter. Der leuchtet. Im Dunkeln.
oder einen Pfeil drauf zeigt. Was ist das denn? Männlich. 30711799. Das Identifikationsband von Gabriel. Ah, zu seinem Geburt. Das er zu seinem Geburt bekam. Ich habe es als Andenken aufgehoben. Ich dachte mir schon, dass ich es hier früher oder später finden würde. Dass das... Ach, wirklich? Warum? Du hast dir gedacht, dass du dieses Band früher oder später hier finden würdest. Okay. Alles klar. Du schwindelst doch. Was haben wir denn hier? Also diesen Marktplatz da, diese bei der Priesterstatue, waren wir schon. Ich glaube, wir sind von links nach rechts gelaufen. Da ist die alte Dame. Da ist dieser Altar, wo wir entweder hochleveln oder das Zeug verbrennen. Das kann ich nicht erkennen. Dieser Prophet muss uns für Narren halten, wenn er glaubt, dass niemand seine absurde Entscheidungen anzweifelt. Zuerst will er, dass wir glauben, die Seuche wurde von einem Vorgängerin verursacht. Dass all das an ihren Altar und ihren Demenz lag, dass die Stadt diese Seuche zum Opfer gefallen ist. Dass Häuser und Bürger gleichermaßen zerbrechlich sind wie ihre alten Knochen. Ach so, die alte war die Vorgängerin, die ältere Dame. Verzweifelte Menschen sind leichter zu beherrschen, zu kontrollieren und zu manipulieren. Er sagt, der Junge, den er mitgebracht hat, habe die Fähigkeit, alle Infizierten zu heilen. Bevor es jemand bemerkt, stellten sich die meisten Bürger vor lauter Angst hinter ihm. Achso. Jetzt hat er in den meisten betroffenen Bezirken seuchenfreie Zonen etabliert. Lügner. Und jetzt werden diese leichtgläubigen Narren lebendig verbrannt. Alles, was sie wissen, alles, was sie hatten und alles, woran sie geglaubt haben, verbrennt mit ihnen. Ja, da ist ein Bleistift. Ach, das ist ein Schlüssel. okay, da brauchen wir noch eine Tür. Haben wir hier eine Tür? Also hier haben wir keine Tür. Dann machen wir mal die Tür auf. Ah ja, ist auch so eine durchschwenkbare Tür. Bin ich hier? Ja, hier bin ich woher gekommen, ne? Kann ich da jetzt einfach rausmarschieren? Nee. Ah, gibt's bestimmt noch ein Geheimnis zu lösen. Was ist denn diese geheimnisvolle Zaubertür? Geheimnisvolle Zaubertür. Das war einfach nur das Balkonfenster. Das ist Irrsinn. Soll ich diesen Chaos Gabriel finden? Woher weiß... Naja, gut. Zwänge dich durch enge Stellen. Ja. Du mich auch. Move back and secure the monastery. Yes, sir. Die Wachen folgen Mutter Oberin. Sie werden mich zu ihr führen. Achso, das heißt, ich muss jetzt hier an denen quasi dranbleiben, ja? Das Spiel so eine Mechanik, dass es sagt, wenn du dich zu weit entfernst, ist vorbei. Da ist irgendwas. Da können wir durch mit unseren Hass-Objekt-Dingern. Ich check noch nicht so ganz, was die hier treiben. Was hat es jetzt nochmal für einen Sinn, dass er die Seuche da losgelassen hat? Warum macht er das? Aus Spaß an der Freude oder was ist sein Masterplan?
Wir haben heute eine Lieferung aus den Archiven der Quarantänebezirke erhalten. Die vorigen Besitzer sind entweder in ihren Häusern verbrannt oder sind durch die Seuche umgekommen. Wir werden die Wertsachen unter uns aufteilen und den Rest als besondere Gabe vom Propheten selbst an Bedürftige geben. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Kristalle wurden bereits an die Kathedrale geschickt, aber die Diener berichten nach wie vor, dass überall in der Stadt neue wachsen. Ja. Someone's coming. Run! Nee, bleib mal da, ich bin gut. Ich bin nicht das Böse, was ihr versucht zu entkommen. So, ist gar keine Leiter. Geht's jetzt hier weiter? Ach da. Da, wo die Markierungen sind. Natürlich. Jetzt auch drauf? Natürlich nicht. Da muss ich aber vorsichtig drüber klettern. Das könnte echt Aua machen. Shit, I need to watch out for those mines, so I don't end up as this poor man here. Die was? Ach, die Minen. Liegen ja auch noch überall Minen rum, oder was? Aber ich bin doch... Ich renn doch meistens in diese Kacke rein. Sind das die Minen, die ihr sucht? Also, Respekt. Die haben aber losgelegt, ne? Also, so ist er nicht. Es ist nicht so, dass da mal so eine Mine da irgendwo rumliegt, sondern du bist hier echt am Slalom laufen. Ja, warte mal, kann ich da was machen? Au! Aufladen! Lässt jetzt auf. Aus! Ich will den Kristall! Mann. Da war doch irgendwo noch eine Leiche rumgelegen. Ich würde die gern looten. Okay, wir haben wieder so ein... Wer redet denn da jetzt so? Oh, wir haben das Tor aufgemacht. Mutter Oberin war in diesem Wachposten. Sie werden wissen... Was? Nee, warte, was war die? Stopp. Mutter Oberin war in diesem Wachposten. Sie werden wissen, wohin sie als nächstes geht. Ja, ich kann dir ja wohl schlecht fragen, oder? Apropos. Ich soll mal in 7:30 Stellung gehen. Ich sehe den nicht. Ja, klar. Guck mich doch direkt an. Weiß ich nicht. Ach, komm! Was machen wir denn jetzt? Als ob der genau weiß, wo ich jetzt hinrenne. Nein, geht nicht. Es ruckelt.
Oh ja, du hast recht. Sehe ich auch gerade. Warte, ich gucke.